Stimmt. Ich denke, das hat dir noch niemand gesagt. Edward und Franziska haben mir geholfen. Dir geholfen? Ja, ich weiß, klingt unglaublich, ne? Wären die beiden am ersten Verhandlungstag nicht hier gewesen? Wäre die Verteilung nicht weit gekommen? Wow! Wo warst du denn, Nick? Wie ich hörte, fiel er in einen Fluss, holte sich eine Erkältung und musste schlafen. Ja, sehr kurz gefasst stimmt das. Ja, er lag mit hohem Fieber im Bett und trug ihres Haube auf den Kopf. Oh, ouch! Apropos peinlich, Nick. Du brauchst definitiv mehr Training. Ja, ja. Jedenfalls, vielen Dank, Edward. Und dir auch, Franziska? Ist bei dieser Gruppenumarmung noch ein Plätzchen für mich frei? Oh mal. Oh, Larry! Was ist mit deinem Gesicht? Es ist ja noch länger als sonst. Ich habe etwas erkannt, als ich wiedergeboren wurde. Ich habe erkannt, dass Larry für niemanden nützlich war. Kein einziges Mal. Oh, das stimmt nicht. Nicht wahr, Nick? Was? Da fragst du mich? Na, Nick, stimmt es? Ich habe einen Platz in dieser Welt, oder? Ist so sorgenfrei wie immer, der Kleine. Ja, natürlich! Hast du einen Platz, ich muss ihn nur erst noch finden. Ich wusste es. Alle wären besser dran, wenn es mich nicht mehr gäbe. Nein. Oh ja! Diese Porträts, die du gezeichnet hast, die waren wirklich gut, Ich war etwas. Was? Ich? Was ist dein Gesicht, Edgy? Oh, nun, ja, in der Tat. Ich muss schon sagen, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Meinst du das ernst? Und du, Franzi, habe ich dich auch dran gezeichnet. Meine Schönheit lässt sich nicht mit den schnöden Wachsmalstiften einfangen. Es war Fingerfarbe. Trotzdem erkenne ich die Mühe an, die du da reingesteckt hast. Und das ist es wert, ja. Was ist also, wie versprochen? Du wirst für mein Bilderbuch die Peitschen-Franzi im Modell stehen. Ah! Übertreib's nicht! Die Peitschen-Franzi ist klar. Na, sieh mal an, ich denke, Porträtzeichnen ist das Einzige, was ich kann. Die Zeichnung von Pearl war auch ziemlich gut, wenn ihr mich fragt. Hä? Jetzt, wo du das sagst, wo steckt sie eigentlich? Pearls? Wo könnte sie stecken? Normalerweise wäre sie schnurstracks zu Maya gekommen. Oh, ich werde sie suchen. Ich bin gleich wieder da. Okay. Hey, Polly! Freit. Du wirkst so ungewöhnlich verwirrt. Du fragst dich wohl, warum Maya so fröhlich ist, trotz allem, was passiert ist. Ja, irgendwie schon. Ganz ehrlich, ich verstehe es auch nicht. Franziska. Stimmt, sie hat ihren Vater auch erst kürzlich verloren. Ich denke, ich kann verstehen, wie sie sich fühlt. Maya ist viel weiser, als sie aussieht, und ich denke, ihr ist etwas klar geworden. Gerade jetzt muss sie so stark sein, wie sie nur kann. Was meinst du mit gerade jetzt? Maya ist nicht die Einzige, die durch diesen Vorfall eine Wunde davon getragen hat. Es gibt jemanden, der noch tiefer verletzt wurde als sie selbst. Ich glaube, dass sie für diese Person ihr Bestes gibt und versucht, nicht zu weinen. Jemand, der noch tiefer verletzt wurde als Maya? Edgeworth, ich denke, jetzt verstehe ich es auch. Au! Dann sag's mir, Phoenix Wright. Ein bisschen plötzlich. Für wen ist Maya Faye so stark? Na, kannst du es dir denken? Na, für Pearl. Pearl Faye? Das arme Kind. Schließlich gab sie sich alle Mühe, die Anweisung zu befolgen, weil sie ihre Mutter Morgan liebt und ihr vertraute. Das ist zum Wohl des Fake-Clans. Ich bin mir sicher, dass sie jedes Wort glaubte. Sie hat gedacht, sie würde es für Maya tun. Deshalb war sie so glücklich. Das zeigt, wie treu sie Maya ergeben ist. Eine grausame Ironie des Schicksals, dass es so zu...
zu dieser Tragödie gekommen ist. Maya Fays Mutter wurde getötet und Maya selbst geriet in allergrößte Gefahr. Und genau aus diesem Grund macht Maya gute Miene zum bösen Spiel. Sie tut es für Pearls, bis die Kleine wieder lachen kann. Oh, hey, hier stecken also alle. Wow, ziemlich viele Leute heute. Autsch! Wofür war das denn? Entschuldige, Gammel. Meine Patsche scheint ein Eigenleben zu haben. Ja, klar. Was gibt's, Inspektor Gumshoe? Oh, weißt du, dies und das. Glückwunsch zu deinem Sieg. Wir sollten heute Abend ausgehen, Junge. Das Abendessen geht auf mich. Mein Galt ist gerade wieder ein wenig gekürzt worden, aber das geht schon in Ordnung. Für heute Abend habe ich ein erstklassiges französisches Restaurant reserviert. Wow. Ah! Ziemlich gute Arbeit, Gammel. Die Peitsche war deine Belohnung. Oh, ich das Gefühl, wir kennen das französische Restaurant, das er... Oh nein, nicht zu Armstrong! Inspektor Gumshoe, mit diesem erstklassigen französischen Restaurant meinen Sie nicht etwa das Trivial? Was sonst? Oh Gott. Ich wusste es, das ist das Ende. Komm, gehen wir können Maggie nicht warten lassen, Junge. Hey, du da, Heulsuse, du bist auch eingeladen. Oh, vergiss es. Pearl und ich werden in der Verliererhütte Kartoffeln essen. Maya braucht aber ganz schön lange. Sie sucht immer noch nach Pearls. Oh, Maya, was ist los? Nick, was soll ich machen? Pearly, ich kann sie nirgendwo finden. Hä? Ich würde, dass sie einfach nach Hause gegangen ist. Das wird alles sein. Das dachte ich auch und ich habe ihn Corain angerufen, aber niemand hat von ihr gehört. Das ist noch nie passiert. Wie ich es mir dachte, dieser Vorfall hat sie tief getroffen. Sie fühlt sich verantwortlich für die Tragödie, die ihnen zugestoßen ist, Maya. Aber das war nicht ihre Schuld. Was soll ich jetzt machen? Inspektor Gumshoe? Ja, was gibt's, Junge? Können Sie nicht mit dem anderen schon mal vorgehen? Aber was mit dir? Ach, Maya und ich, wir werden zu Ihnen stoßen, sobald wir Pearls gefunden haben. Nick! Machen Sie sich um uns keine Sorgen, Inspektor Gumshoe. Es könnte etwas später werden, aber wir kommen ganz sicher. Heute Abend gibt es viel zu feiern, das möchte ich um nichts in der Welt verpassen. Ja, aber du bist die... Ah! Na schön, Phoenix Wright, wir gehen schon mal vor. Lass uns nicht zu so lange warten, Wright. Das werden wir nicht. Aber wo sollen wir suchen? Wo könnte Pearls hingegangen sein? Komm, wir gehen, Maya. Mir fällt nur ein Ort ein, zu dem Pearls gegangen sein kann. Phoenix Wright? Oh, wir sind wieder da. Der Hasakura-Tempel. Der Hasakura-Tempel? Für Pearls ist das ein sehr wichtiger Ort. Schließlich hat die ganze Geschichte hier angefangen. Ja, was sehe ich? Das sind schon alle wieder da? Wow. Achso, das ist die andere. Sie haben eine sehr hohe Stimme bekommen. Ja. Was sehe ich? Die sind schon alle wieder da? Ah, Schwester Bikini. Ich dachte, wir würden heute Abend unseren Kartoffelbrei alleine essen. Sie ist also hier? Pearly ist hier? Sie ist im Trainingsraum. Warum lauft er nicht schnell zu ihr rüber? Okay! Ach, die Kleine. Oh, die Schriftrolle ist wieder sauber. Ja. Pearly ist nicht hier. Ah, Maya, die hängende Schriftrolle. Deswegen. Oh, jemand hat sie sauber gemacht. Das muss Pearls gewesen sein. Ah! Mietliche Maya! Pearly! Warum? Warum bist du einfach so weggelaufen? Mietliche Maya! Mietliche Maya! Oh. Oh Gott. Ich habe geschworen, ich habe geschworen, euch beiden nie wieder Ärger zu machen. Weil es ist meine Schuld. Das ist die Mutter der mystischen Maya.
deshalb bist du hierher gekommen? Wenigstens das wollte ich für euch tun, für euer Glück beten. Hä? Das brauchst du nicht, Pearly. Das war nicht deine Schuld. Du hast nichts falsch gemacht. Natürlich bin ich traurig, dass meine Mutter nicht mehr bei uns ist. Aber wie soll ich sagen? Ich bin immer noch glücklich. Du brauchst nicht zu lügen, nur damit ich mich besser fühle. Nein, wirklich. Es stimmt. Dank allen, die für mich da waren, gibt es mich überhaupt noch. Meine Schwester, meine Mutter, Herr Armando, Nick. Warum komme ich erst als Vierter? Und du? Wenn nur einer von euch nicht da gewesen wäre, würde ich heute sicher nicht mehr leben. Und deshalb muss ich stark sein. Für all die Menschen, die für mich da waren, als ich sie gebraucht habe. Das ist alles, was ich tun kann. Mythische Maya! Ups, ich bin beeindruckt. Du bist wirklich die Tochter der mystischen Misty. Ah, Schwester Bikini. Wie sind Sie so schnell hierher gekommen? Ja. Deine Mutter, die mystische Misty, war wirklich eine starke Frau. Ich möchte dir erzählen, was sie mir an jenem Abend gesagt hat. Okay, ich halte mir die Ohren zu. Ich hatte kein Recht, meine Tochter zu sehen, weil ich den Kuriner Ruf beschmutzte. Aber trotzdem, Maya ist immer noch in meinem Herzen. Es ist wahr, sie wird immer bei mir sein, bis zu meinem Tod. Dein Geist war bei ihr, deshalb war deine Mutter so stark. Auch am Ende, ich bin mir sicher, dass sie nicht bereut hat, was getan hat. Sie wird immer bei mir sein bis zu meinem Tod. Es gibt eine Regel, die alle Meisterinnen befolgen müssen, oder nicht? Den Glücksbringer bis zum Tag des Todes niemals abzulegen. Das ist der Meister-Talisman! Das Ding, das Misty bei ihrem Herzen trug und niemals abnahm. Nicht die Hülle war das Wichtige, sondern vielmehr der Inhalt. Das ist... Ups, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Hoppala. Ein Zettel. Ein Foto. Ah! Mutter. Es ist ganz natürlich, dass Lebewesen ihr eigenes Leben verteidigen. Aber was es zu Menschen macht, ist, dass wir auch für andere kämpfen. Aber für wen kämpft man? Wie hart muss man kämpfen? Das ist der wahre Maßstab, an dem das menschliche Leben gemessen werden kann. Für uns Strafverteidiger ist diese Frage immer wieder eine Herausforderung. Oh. Oh, wie süß. Leute, die haben es als Kinder auch schon kaputt gemacht. Ja. Auch wenn der Kampf vorbei ist und die uns verbindenden Bande durchtrennt sind. Wir kehren zurück, immer und immer wieder. Mia, Maya Pearls, Herr Armando. Und Mayas Mutter auch. Das habe ich gelernt von ihnen allen. So, Mia hat auch mal die Tracht getragen. Aha. Ach, wie süß. Nun, wollen wir gehen? Das warten schon alle. Es ist ein denkwürdiger Tag, ein Tag, an dem wir viele Dinge endlich beendet haben. Und ein Tag, wo Gamsho wirklich jemanden einladen kann. Also, ich denke, wir sollten feiern und was wir heute geschafft haben. Aber ich kann auch nicht. Ich bin Gamsho, meine Kleine. Du kannst jederzeit zum Training zurückkommen. Ah, okay. Das ging schnell. Ja, kleine Kinder, ne? Ja. Gut, ich werde auch einen kompletten Neuanfang machen. Das heißt, du wirst auf Burger verzichten? Nein! Aber auf den Salat im Burger. Ja. Schwester Bikini, ich werde kommen und weiter trainieren. Versprochen! Ich weiß, und ich werde es dir nicht leicht machen, nur weil du die künftige Meisterin bist, nein. Ich werde ganz sicher 3 Reservierungen buchen, wenn ihr wiederkommt.
Gut, wir werden heute ein großes Fest feiern, Pearly. Weißt du warum? Weil das Training ein Belastungstest ist. Okay, Mrs. Maya, ich werde heute Abend schrecklich viel essen. Weißt du, das etwas, das ich nicht verstehe und auch niemals verstehen werde? Was denn, Nick? Reservierung für das Training schön und gut. Aber warum für drei? Komm schon, was denkst du denn? Du bist einer von uns, Nick. Das nächste Mal trainierst du zusammen mit uns. Soll also heißt, ich soll mit Maya und Pearls eine kalte Dusche nehmen? Ja, unter den Wasserfall und dann rum. Ich werde auf euch warten. Schwester Bikini wird sich ganz besonders um euch kümmern. Okay, jetzt krieg ich noch mehr Angst. Was? Das wird großartig, Nick. Wir werden natürlich einen Spitzakus belegen. Alle drei. Was wie? Was für eine großartige Idee! Das schließt. Denn schließlich wurden sie ihre Nick. Alles für die mystische Maya tun, nicht wahr? Sogar über heiße Kohlen gehen, ja? Na, über eine brennende Brücke bin ich gelaufen, zählt das nicht? Aber über Geistereis hocken. Wir werden ein schönes Festessen haben, bevor wir wieder herkommen, Yannick. Weißt du, ich habe mich gerade gefragt, ob ich eine Kleinigkeit sagen darf. Natürlich, natürlich darfst du das. Oh, ich liebe diesen Teil, ich kann es kaum erwarten. Ich habe auch schon die Gänsehaut, habe ich, ja. Also gut, los geht's. Ein Spruch. Tja, das war's jetzt. Na super. Okay, ja, das war's. Ja. Oh, Epilog. Jetzt muss ich besonders hart trainieren. Meisterin von Kurein und Managerin der Anwaltskanzlei von Wright und Partner. Und ich muss auch eine gute Schwester für Pearly sein. Und für Nick auch. Und zumindest solange ich nicht eingesperrt, gefangen oder sonst irgendwie verhindert bin. So kann es auch sehen. Oh. Als Stammtennik ist für die mystische Maya Janritter und Strahlnachrichtung. Er hat den Spezialkurs mitgemacht, bist du mit einem Ende. So viel ich weiß, gibt es auch noch einen legendären Super-Ultra-Spezialkurs. Ich werde die beiden mit einer heimlichen Reservierung überraschen. Nein! Nicht Pearly. Ja, Maya, ich glaube, ich will doch die Scheidung. Oh Gott. Maya hat mir einen neuen Mantel geschenkt, Junge. Ich fühle mich 10 Jahre jünger, den ziehe ich nie wieder aus. Ja, aber irgendwie sind sie noch mehr, nicht mehr der Alte. Ich denke, ein schmuddeliger alter Mantel passt besser zu einem Inspektor, Herr Gamsel. Keine Sorge, für die Liebe wühlt ein Mann sogar im Schmutz. Weißt du, wenn sie jetzt extra im Dreck wühlen? Ich stehe wieder einmal tief in Herrn Wrights Schuld. Dank ihm war die Ausstellung der Schätze ein Erfolg. Sogar Frau von Karma, die ich fast ein Jahr lang nicht gesehen habe, ist hier. Sie hat ihm das Peitschen beigebracht und ich meine, sie sollte es ihm demonstrieren. Wow. Adrian kann jetzt peitschen, na super. Ja. Oh. Cassie und ich haben eine Firma gegründet, die heißt Mastimas Consulting. Wir wollten die bösen Pläne aller Verbrecher der Stadt vereiteln. Sabotelon, hört auf damit, bitte! Sieh mich wirklich was? Und sozusagen als Nebenverdienst verkaufen wir Pläne an die Kriminellen. Ob das wohl okay ist? Manchmal denke ich, wir sind die schlimmsten Verbrecher. Ach, schön. Das ist aber mal eine schöne Art, den Credit zu machen. Ja. Und da kommt immer noch Sex. Oh Gott. Oh je. Ich wollte Herrn Wright dafür danken, dass er dort siegere. Ich habe ihm 500.000 geliehen und ich habe eine Kanne Kaffee, besonders sechsflüssiger Kaffee, den ich mit eigenen Händen gebraut habe. Ich wette, dass er ihn gerade trinkt. Gewinn durch Kompromiss. Wie Junge, du bist immer noch creepy. Ja, aber wie? Oh Gott.
Ich bin nur alt und allem im Blick eine faltige, grantige, überflüssige Clown-Nase. Zumindest habe ich das immer gedacht. Aber neulich haben meine Enkelkinder für mich eine Geburtstagsfeier veranstaltet. Das war wirklich peinlich. Trotz meiner 69 Jahre habe ich wie ein Schlosshund geheult. Oh, süß. Der hat Kinder gehabt? Tja. Wie gewöhnlich haben wir sehr viel Arbeit. Wir haben einen neuen Programmierer eingestellt, der nun Glenn Oak vertritt. Ich hoffe, dass mit allem klarkommt. Sein Name ist Adam Mada. Als ich seinen Namen gehört habe, wusste ich, dass wir auf einer Wellenlänge liegen. Okay. Ja. Stimmt, ja. Vorwärts und rückwärts. Ja. La la la. Nur meine Güte, noch hier. Seit dem Mord haben wir so viel Geld, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin damit. Ich denke, die Zeitschrift im Nörgern uns war auch ein schönes Bild abgeben. Ich kann jetzt kaum erwarten, dass Iris zurückkommt. Oh Mann. Die ändert sich auch nicht mehr. Nein. Muss sie auch nicht, passt so wie sie ist. Finny ist ein ansehnlicher Mann geworden. Er war so nett, dass ihr vor kurzem alle hergekommen seid, um mich zu besuchen. Natürlich war ich froh, dass seine Augen ständig auf mir ruhten. Aber ich bekam ein schlechtes Gewissen, als Karl ihn so hart schlug, dass er ihn hatte. Eieieiei. Ja. Die gute alte Pearl. Ja. Na gut, alt nicht, aber. Ja. Gut, Phoenix. Ja, Phoenix Wright. Ja, Miles Edgeworth. Alles Figuren, die wir so schnell nicht wiedersehen werden. Mhm. Finde ich schon traurig irgendwie. Was denn, dein Hund stimmt mir zu. Ah, und Godot. Sollten wir vielleicht, während da der Credit abläuft, so unsere Synchronstimmen waren Phoenix, Godot? Ja, eigentlich alle. Der Richter, Miles Edgeworth, Larry, das warst alles du. Ja, Winston Payne. Ja, genau, oh, der auch noch, oh mein Gott. Oh nein! Was soll das? Ich komme von einer langen Mündenreise und niemand erwähnt mich! Wir haben nicht weg, wir hatten mein Geld ergründet, also gekündigt und jetzt habe ich niemanden. Ah, was für ein einsamer, verrückter Überwachungsraum ist das eigentlich? Mit all den blinkenden Lämpchen und Zelt, das du liebst zu Hause hättest. Was soll ich mit all den vielen Magadaren in den Narren, die ich für alle gekauft habe? Du willst die Boden bringen und wir wollen zu Hause. Und wie ich gesehen habe, hat Larry seine Jacke da vergessen. Oh Mann, ich hoffe, ich sehe die Frau nie wieder, die ist so anstrengend. Wir hatten jetzt zwar zwischenzeitlich gerade eine neue Stimme verpasst, aber ich habe mich nicht mehr rein. Endlich die Peitsche in Franzi wird die Kunstwelt auf den Kopf stellen. Darauf hätte ich früher kommen müssen. Egozentrisch, faul, asozial. Ich bin Künstler. Ein wirklich guter Porträtist. Ich bin doch kein Versager. Oh Mann. Möchte ich das Bild sehen, das er von Franzi gemalt hat? Ich glaube nicht. Ich werde das so... Oh! Oh, schön, das ist gut. Das ist schön. Ja. Da hat er sich wirklich mal Mühe gemacht. Ja, das ist gut. Und da sieht man auch die anderen Bilderchen, ne? Oh, ja, schön. Schönes Bild, das gefällt ja. mir. Ja, er hat wohl doch recht, er ist doch ein Künstler. Ja. Ja. Aber jetzt müssen wir wohl wirklich Abschied nehmen. Künstler, komische Kauze, ja. Vielleicht kriegt man ja dann die anderen Spiele auch nochmal so. Naja, Apollo Justice habe ich ja. Ah, ja gut. Aber es ist halt nicht mehr so völlig so weit und so. Nicht mehr ganz, aber er kommt ja auch noch dran vor, oder? Ja, aber nicht mal als der tolle Kerl mit der Igelfrisur. Ich habe ja die späteren Spiele auch. Hm. Na gut, ich denke mal... Jetzt müssen wir uns wirklich verabschieden. Am Ende, jo. Tschüss, ja. War schön. Tschüss euch allen.